Ein herzliches Hallo an euch da draußen. Mein Name ist Luis und herzlich willkommen zur ersten Folge von Hashtag Meine Meinung. Gestern gab es ein riesen YouTube-Event mit dem Namen Deine Wahl und dort haben YouTuber die Bundeskanzlerin Angela Merkel zu verschiedenen Themen befragt. Es wird hier auf dem Kanal eine Reihe geben, die nächsten Tage, wo ich alle möglichen Themen, zu denen ich was sagen möchte, die dort besprochen wurden, meine Meinung sage. Und wir fangen mal an mit dem ersten Thema, das gestern mich ein bisschen stutzig gemacht hat oder wo ich dachte, Mensch, da muss ich drüber sprechen. Es geht um die Homo-Ehe oder Ehe für alle. Und zwar hat da Lisa alias It's Cold Slow die Bundeskanzlerin befragt und da sage ich jetzt mal meine Meinung dazu. Also viel Spaß mit der ersten Folge. Hashtag meine Meinung. Wie wir alle wissen, ist Angela Merkel nicht dafür, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Und das hat sie gestern damit begründet, dass für sie die Ehe für alle gegen das Grundgesetz verstößt. Denn für sie ist eine Ehe nur die Verbindung zwischen Mann und Frau. Sie habe sich aber laut eigener Aussage dafür eingesetzt, dass die Abstimmung über eine Ehe für alle überhaupt erst stattfindet. Denn sie findet es wichtig, dass es so eine Abstimmung gibt und dass es Demokratie in Deutschland gibt. Das ist ja auch logisch, denn wir leben ja in einer Demokratie. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich es komisch finde, dass die Bundeskanzlerin von Deutschland sich als Politikerin dagegen ausspricht, dass es Gleichgeschlechtlichen erlaubt ist zu heiraten. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, wir leben in einem Zeitalter, wo es ganz normal ist, dass es so etwas gibt und das ist eigentlich nicht mehr zu Diskussionen führen sollte und zu oder auf taube Ohren stoßen sollte. Und ich bin der Meinung, dass es da auch mal Zeit wird, dass selbst eine Bundeskanzlerin sich dafür ausspricht. Klar, jeder kann eine eigene Meinung haben, dennoch stelle ich mir die Frage, wenn Frau Merkel sagt, es verstößt gegen das Grundgesetz, dann wäre es doch mal Zeit, den Punkt in dem Grundgesetz vielleicht mal zu verändern. Viele Leute würden jetzt sagen, was, das Grundgesetz verändern, warum bist du denn der Meinung? Wie ich eben schon gesagt habe, wir leben in einem Zeitalter, wo das normal sein sollte, dass Leute anders sind, wenn man es überhaupt so sagen kann, denn wir sind ein buntes Deutschland, wir sind für alles offen. Zumindest sollte es so sein, es ist an vielen Stellen einfach nicht so. Und ich bin da echt enttäuscht drüber und ich bin da so ein bisschen sauer drüber, dass die Frau Bundeskanzlerin eine solche Aussage überhaupt getroffen hat. Und wie sie es gesagt hat, das fand ich auch nicht so ganz der Burner. Aber das ist eben meine Meinung und darum geht es in diesem Format um meine Meinung. Was ist eure? Schreibt es gerne unten rein mit dem Hashtag Deine Wahl oder mit dem Hashtag Ehe für alle. Ich diskutiere gerne mit, wie denkt ihr über die gleichgeschlechtliche Ehe und allgemein die Liebe zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau. Ich diskutiere gerne mit. Schreibt eure Meinung unten rein. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Teilt es, wenn ihr es möchtet und sagt mir, über welches Thema ich demnächst reden soll. Wenn es ein weiteres Thema zum Event Deine Wahl sein soll, schreibt es mir gerne unten rein. Wenn ihr was anderes hören möchtet, schreibt es mir auch unten in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann.